Wenn ihr gedacht habt, ihr kennt mich, dann schaut euch jetzt mein Tagebuch an. Begleitet mich 6 Monate auf meiner Break-on-Through-Tour und seht durch meine Augen und auch manchmal durchs Schlüsselloch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Are we on the air? Ich bin ja ein Zirkuskind, ich bin ja im Zirkus groß geworden und da habe ich eben auch das erste Mal auf der Bühne gestanden. Ich habe alles falsch gemacht bei meinem ersten Auftritt. Das Einzige, was funktioniert hat, war das Liedersingen am Ende. Das hat geklappt. Ich glaube, dass die erste Eigenschaft ein starker Wille sein muss. Die zweite Eigenschaft eine Vision, also ein Ziel. Und an dritter Stelle ist, glaube ich, ganz wichtig, man selbst zu bleiben. Bleib du selbst und bleib auf dem Boden, werd nicht arrogant. Es klingt immer so ein bisschen abgenüllt, aber es ist schlicht und ergreifend wahr. Man kann sich vieles kaputt machen dadurch. Auch alleine, weil man macht sich einfach irre irgendwann. Das MTV Tour Diary. Yeah. Aha. Stefan, was ist denn das bitte? Es gibt eigentlich gar keinen typischen Tag. Ich habe zum Beispiel Tage, da schlafe ich bis um 3 irgendwie und fahre dann irgendwie in eine Stadt, hab dort Interviews, hab dann abends ein Konzert und fahre dann wieder zurück. Und manchmal gibt es Tage, wo ich früh aufstehe, wo ich dann irgendwie Fotogeschichten habe, Pressetermine habe und dass ich wirklich den ganzen Tag bis zum Ende fast durchzieht. Sehr, sehr süß auch bei Konzerten. Da siehst du dann halt irgendwie ganz viele Jan-Schilder und dann kommt ab und zu mal ein Jörg-Schild, unser Gitarrist, oder mal ein Stefan-Schild, unser Bassist und so. Und dann kommen aber auch Holger-Schilder. Und Holger ist gleich auf Platz 2 mit den Schildern. Dankeschön, Holger! Dankeschön! Holger ist mein bester Freund, definitiv. Also wann immer ich irgendwas habe, wann immer ich irgendwelche Probleme habe, wir können eigentlich über alles reden. So wie man sich einen besten Freund wünscht. Er hat einen großartigen Charakter. Das ist eine sehr, sehr tiefe Freundschaft. Jeanette ist seit Jahren eigentlich meine beste Freundin, gar keine Frage. Auch meine Ansprechpartnerin in Sachen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit Musik zu tun haben. In 2 Minuten geht's los. Ja, mir geht's auch gut. Nee, sag nicht so schüchtern, ist alles gut. Schon wirklich schön, man sieht viele bekannte Gesichter, einfach Fans, die ich jetzt seit über 4 Jahren kenne und die mir hinterherreisen, die auch irgendwie immer alles wissen. Zu denen hat man natürlich auch dann schon wirklich eine Bindung und eine Beziehung. Heute ist keine Premiere, sondern heute ist die Generalprobe. Wir spielen diese Show, die ihr gleich seht, zum allerersten Mal. Und sind alle ganz fürchterlich aufgeregt. Ich habe sehr gute Erinnerungen an die öffentliche Generalprobe, weil die wirklich gut war. Und da haben wir schon alle sehr viel Angst gehabt. Weil gute Generalprobe, schlechte Premiere, wie man immer so schön sagt. Da waren wir alle sehr glücklich, aber komplett fertig, weil das ist eine wahnsinnige Anspannung.
Mir ist schlecht. Meine Hände sind eiskalt. Ich schwitze zugleich. Eigentlich bin ich ganz zuversichtlich, weil ich weiß, was ich für ein gutes Team habe. Aber gleich ist die Wahrheit, ich weiß das. Ich hasse dieses Gefühl. Man kann es nicht bekämpfen. Das ist einfach bei mir der Respekt vor dem Publikum. Deswegen bin ich nervös und das ist dann auch eine Geschichte, mit der kann ich leben. Man kann es nicht ändern. Es geht nicht weg. Man kann da machen, was man will. Machen wir jetzt eine Minute, liebe Freunde. Aber nicht mehr. Ich hoffe, ihr wisst, was das bedeutet für eine Künstlerin, jetzt noch ein Foto zu machen. Also ich möchte mal wissen, wer das macht, außer Jeanette. Ja. Holger? Wo sind die anderen? Die anderen sind teilweise schon unten. Gehen wir jetzt runter. Sobald ich die ersten 3-4 Zeilen gesungen habe, mein Publikum anschaue, bin ich komplett in meine Menschen, die sich in dieser Halle in dem Moment befinden, versunken und denke da überhaupt gar nicht mehr an mich. Ich gebe ja auf der Bühne 2 Stunden alles, sowohl körperlich als auch stimmlich und auch seelisch und mental. Ich bin wie so ein kleines Wattebällchen dann. Jeden Tag dieses Highest Level zu erreichen und zu haben und dann auch wieder runterzukommen, ist schon anstrengend. Damit war zu rechnen. Ich brauche dringend ein schönes Glas Champagner und einen Stuhl. Na, ich möchte jetzt gerne mal hier bleiben bei meinen Leuten. Ja? Großes Soundtraining. Ja, aber wenn ich das komplett durch. Danke, danke. Dasselbe, ich glaube, ihr habt alle auch einen wirklich geilen Job gemacht. Ich könnte, glaube ich, irgendwie einen ganzen See wegtrinken. Setz mich jetzt erstmal hin. Es gibt schon mal Momente, wo ich irgendwie sage, ey, ich möchte jetzt was essen und eine Zigarette rauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Bitte lasst mich ganz kurz in Ruhe. Aber das ist relativ selten. Da muss schon richtig Trubel sein. Also da muss schon echt wirklich tierisch was abgehen. Ein Interview seit 1 und dann trinken. Nichts gegessen. Vor lauter Aufregung. Jetzt habe ich Hunger. Ich bin einfach von Grund auf eigentlich ein positiver Mensch. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, so schlecht habe ich es nicht erwischt, oder? Ich habe es eigentlich ganz gut in meinem Leben. Ich lebe meinen Traum. Ich habe tolle Leute um mich rum, mit denen ich großartige Abende habe. Ich habe meinen besten Freund Holger, der immer an meiner Seite ist. Ich habe wunderbare Eltern. Eigentlich ist in meinem Leben soweit alles perfekt. Aber Rock My Life war auch klasse. Ich hab gedacht, wann hört der Song endlich auf? Ich hab die Abläufe noch nicht richtig drauf. Und noch ein Ref, und noch ein Ref. Alle hatten schon die Kadenz gesungen und du plötzlich wieder da, da, da. Und alle wieder rein. Das war fett. Ey, Entschuldigung. Das ist menschlich, scheiß drauf. Es ist eine Live-Show und da kann es halt passieren, dass mal ein Ref zu spät gesungen wird. Jetzt fahren wir zu Hotels auf. Das war ganz schnell. Und das haben wir uns echt verdient nach der Generalprobe heute. Hammer. Das ist ja toll. Vielen Dank. Ja, geil.
Der perfekte Abend für mich ist, alle Menschen, die ich liebe, sind da. Es gibt nette Getränke und es läuft großartige Musik. Meine Band, die wissen ganz genau, wenn ich mein CD-Package hole, wird's lang. Wenn man früh schlafen gehen will, muss man sich ab dem Punkt aus dem Abend befreien, wenn ich mein CD-Package hole. Also das ist echt extrem wertvoll, Leute. Das ist das Größte, was ich habe. Wir haben Iron Maiden, wir haben Aha, wo sind denn die ganzen Doors, Guns N' Roses, Korn, Queen, wir haben Deep Purple, wir haben Iggy Pop, wir haben Whitesnake, The Doors, wir haben Led Zeppelin, wir haben Uriah Heep. Ich würde mal zart mit Uriah Heep anfangen. Ich liebe Uriah Heep. Ich muss ja nicht denken, dass alle ganz, ganz brav irgendwie nach dem Konzert sofort ins Bett gehen. Das geht leider nicht. Was haben wir schon umgeworfen in dem Programm am Anfang der Tour? Und das ist uns alles meistens dann eingefallen. Wann denn sonst? Das ist ja der einzige Moment am Tag praktisch, wo man mal Zeit füreinander hat, Privatzeit füreinander hat. Ich will wackeln, ich fall doch um. Ihr zu sagen, du musst jetzt ins Bett gehen, chancenlos. Das kannst du vergessen bei ihr. Also das endet jedes Mal im Fiasko. Vergiss es einfach. Wenn ich diszipliniert sein möchte, dann brauche ich gar nicht erst in die Bar gehen. Weil wenn ich erst mal die ersten zwei Gläser Champagner getrunken habe, kriege ich einfach extrem gute Laune. Und insofern, wenn ich diszipliniert sein will, dann muss ich gleich auf mein Zimmer gehen. Das ist mehr als einmal passiert, dass ich im Zimmer mehrere Male anrufen musste. Und manchmal musste ich auch an die Tür klopfen. Ich hab nichts. Kannst du auch mein Rucksack klauen? Ja. Ich kann nicht an die Tür. Ciao. Danke. Fand ich auch. Ich habe noch leichte Kopfschmerzen heute. Bozen, Italien, ja. Oh. Ihr müsst euch einfach mal anhören, was hier heute schon alles passiert ist. Das ist der Hammer.